Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen News-Video bezüglich Ark Survival Evolved. Und zwar wurde jetzt eine kleine, aber sehr wichtige Neuigkeit bekannt bezüglich dem Halloween-Event. Und zwar wird es wohl möglich sein, die dort auftauchenden Kreaturen zu zähmen und auch zu behalten. Ziemlich, ziemlich cool. Okay, und es wurde jetzt bekannt, dass wohl bis zum fertigen Release über 100 Kreaturen implementiert werden sollen. Darunter mehr biomspezifische Dinos und noch mehr Unterwasserkreaturen. Und durch das Besiegen von Bossen soll es wohl möglich sein, dass man Notizen sammelt, die mehr über die Vergangenheit aufdecken, also sprich, warum ist man dort gestrandet und wie ist man auf der Insel gestrandet. Das soll wohl alles ein bisschen klarer werden durch diese Notizen. Und die letzte Info, die ich für euch habe, es wurde ja zuletzt der Direwolf implementiert und man hat sofort gesehen, dass man sich sehr viel Mühe mit der Felloptik gegeben hat. Und jetzt sollen bei bereits implementierten Kreaturen, ich sag ziemlich oft implementiert, ne? Egal. Das Fell ebenfalls überarbeitet werden. Ich habe dazu ein paar Screenshots gefunden, offizielles Artwork von einem Säbelzahntiger, von einem Mammut und von einem Gigantopithecus, wo man schon mal zeigt, wie das künftig aussehen soll. Finde ich ziemlich cool. Also ich finde, da sehen sie noch mal ganz anders aus. Vor allem der Gigantopithecus. Und das Mammut wirkt auch direkt ein bisschen plüschiger. Also ziemlich cool. Okay, das war's und bis zum nächsten Update.